Hallo liebe Schlagzeuggemeinde, mein Name ist André Hilgers, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch einfach mal ein paar ziemlich coole, tricky Sachen zeigen, die ihr mit einem 16. Double Bass Groove machen könnt. Das wiederum heißt, 16. Double Bass Groove, ihr spielt durchgehende 16. mit den Füßen. 1er unter, 2er unter, 3er unter, 4er unter, immer rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Geht erstmal her, spielt euch ein bisschen warm mit Viertel- oder Achtel-Hals und der Snare ganz normal auf 2 und 4. Das mache ich euch jetzt mal vor. Erstmal relativ simpel. Als nächste Übung geht mal her und versucht mit eurer rechten Hand 16. auf dem Reitbecken zu spielen. Macht dabei erstmal einen Akzent auf die Viertel, das heißt auf die 1, 2, 3, 4. Vorbereiten für die nächste Übung geht her und tretet dann erstmal parallel dazu in Achtel die Hi-Hat. So viel erstmal zum Standard. Und jetzt werden wir tricky an der Stelle. Wenn ihr das schön erstmal ein bisschen geübt habt oder vielleicht schon könnt, geht her und spielt das Reitbecken 16. 1 unter, 2 unter, 3 unter, 4 unter und macht aber triolische Akzente. Das heißt, ihr macht jeden dritten auf der Kuppe, sprich 1 unter, 2 unter, 3 unter, 4 unter. Ich mache euch das mal langsam vor. Im zweiten Takt, sprich ihr denkt einfach doppeltaktig, akzentuiert er dann auch aufs Neue wieder die 1. Das heißt also, es kommen zwei Schläge unmittelbar nacheinander. Ich mache euch das jetzt mal vor. Wichtig hierbei ist, dass ihr schön im Kopf mitzählt. Wenn ihr es immer noch nicht wisst, 16. 1 unter, 2 unter, 3 unter, 4 unter. Ihr könnt euch das natürlich auch als Noten auf ein Blatt schreiben und die Akzente dann auch drüber markieren. Das überlasse ich euch. Geht nun weiter und tretet wieder die Hi-Hat im Achtel. Das heißt, die Hi-Hat tretet ihr auf 1 und, 2 und, 3 und, 4 und. Nun überspringen wir den nächsten Punkt und ihr macht einfach wieder einen ganz normalen Standard-Groove. Bassdrum auf 1 und 3, Snare auf 2 und 4. So, das war der Tipp für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Und wenn ihr möchtet, hinterlasst einen Kommentar oder ein Abo. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Daumen hoch machen. Und wenn ihr weiter noch Lust habt, dann geht unten in der Beschreibung auf den Link. Dort könnt ihr euch in meinem Newsletter eintragen und bekommt sogar einen kostenlosen Playalong geschickt. Euer André.